Hallo, der ein oder andere hat vielleicht in letzter Zeit von Metropolis gehört, ein Film von Fritz Lang, 1927, einer der bedeutendsten Monumentalfilme aller Zeiten. Die Geschichte ist ganz interessant hinter dem Film. Der Film ist meiner Meinung nach langweilig. Ich habe mir reingezogen, ist ein Stummfilm. Also das ist schon brutal, ne? Müsst ihr euch, also ich habe da 2 Tage gebraucht, also nebenbei, ne? Nicht jetzt den ganzen Tag. Was ich hinaus will, mir ist da was aufgefallen. Und das ist auch in dem Video, irgendjemand, Kai hatte mir, glaube ich, liebe Grüße an der Stelle, du hast mir einen Link geschickt, von irgendeinem Analyse von Metropolis irgendwas. Ich weiß jetzt nicht mal, wie der hieß, der YouTuber, keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht. Und da ist mir aber aufgefallen, dass der aus Versehen was übersehen hat. Oder, ne, ich meine, gut, wer beschäftigt sich ja nicht jeder mit Elektronik oder vor allen Dingen mit vermeintlichen freien Energiemaschinen etc. Ne? Und ich tue sowas aber. Und wo ich den Film, ich hatte ehrlich gesagt, wollte ich fast aufgeben. Vielen lieben Dank nochmal an denjenigen, der mir vor einem halben Jahr oder was den Link geschickt hat, dass ich mir das mal angucken soll. Ich habe es getan. Ne? Ich habe ein bisschen gebraucht, aber. Ist egal. Ja, geht gleich los. Auf was ich hinaus wollte. To the heart of the machine müsste da, oder to the heart machine. Na gut, zur Herzmaschine. Na gut, ich hätte oft noch hingeschrieben. Egal, weil ich hinten bin. Ich hatte auch mit Kai einen Test gemacht. Er hat dann auch mitgeholfen, noch ein bisschen hier mit zu suchen. Und so seht ihr auch gleich ein paar Bilder. Ich habe nicht viele diesmal, aber. Und habe mal gefragt, was er meint, was eben Metropolis mit Energie versorgt hat. Und das eben von der Auswertung von dem Metropolis-Film, wie gesagt, von dem YouTuber, ich weiß nicht, wie der heißt, ich suche das jetzt noch nicht raus. Vielleicht haut es in den Kommentaren, könnt ihr das Video verlinken, ist mir alles Latte. Er hat dann eben gesagt, Kernfusion, dieser Reaktor, vermutlich der eben, ja, da in der Szene gezeigt wird, wo die den Roboter da eben ummodeln, sage ich jetzt mal. Ne? Oder, ja, egal. Guckt ihn euch an oder nicht, wissen wir nicht. Oder guckt euch die Zusammenfassung an, die ist kürzer und da braucht ihr euch nicht den ganzen Film angucken, das sind die besten Szenen oder die wichtigen so ein bisschen zusammengefasst. Die Szene fehlt, deswegen kommt jetzt von mir der Nachtrag. To the Heart Machine. Wie sieht denn die Heart Machine aus? Ist bestimmt falsch ausgesprochen, Entschuldigung. Herzmaschine, ne? Metropolis Fritz Lang, hier, ne? Also für den einen oder anderen, wie gesagt, ist das jetzt nichts hier, da sieht er vielleicht und nicht oder so, aber ich sehe hier schon was, und zwar die Testatica. Und ich habe jetzt hier noch ein Bild, wo es vielleicht ein bisschen besser ist, ja, breit fotografiert halt. Ja, das ist natürlich schon eine Hausnummer an Testatica, sage ich jetzt mal. Die sind, ich habe sie jetzt mal schnell hier in DuckDuckGo mal schnell rausgesucht, für die, die überhaupt keinen Bezug dazu haben. Ich sag jetzt mal, warte mal, das hier dürfte, das ist glaube ich ein Original hier. Ne, also das sind hier so Nachbauten mit den besseren Bildern, das ist ein Original von damals. Also ihr erkennt das schon an den Bildern hier, die so ein bisschen zerkratzt sind, sage ich mal, halt alte Bilder. Dann seht ihr das hier, ne, viele Sachen dann hier, das sind Leitner Flaschen oder so. Weißt du, hast du schon mal eine Leitner Flasche mit einem Gitter gesehen, aber mach mal einen Kopf zu, ey, so eine Scheiße. Ne, also deutlich Leuten, Leitner Flasche, jetzt sag ich so schon, deutlich Testatica, wenn ihr mich fragt, also da müsst ihr, also das kann man nicht mehr abstreiten, meiner Meinung nach, dass hier der Fritz Lang uns die Testatica gezeigt hat. Micha, nimm es mir nicht übel, ich will nicht, ob ich die Daten jetzt alle nochmal zusammenkriege. Ich glaube, 1960 wurde der, ich hoffe mal, das ist jetzt auf dem Bild mit drauf, der Swiss ML, ist es richtig? ML Konverter bei Don Kelly patentiert, niedergeschrieben. Fragt mich da jetzt nicht, könnt ihr auch selber mal ein bisschen recherchieren. Auf jeden Fall finde ich es sehr interessant, weil der Film eben sagt, oder zumindest der Regisseur, dass die Testatica alles versorgt hat. Ne? Das ist schon mal interessant. Ne? Und wir haben dann noch ein bisschen weiter geguckt. Wie gesagt, das sind jetzt ziemlich kleine Bilder. Ich werde die natürlich im Nachhinein größer gemacht haben. Also falls die Qualität nicht so top ist, sorry, sucht selber. Wie gesagt, Kai war dann noch mit dabei. Kai beschäftigt sich ja mit dem Thema Sprache so ein bisschen. Ich schaue euch auch von Micha und von Kai die YouTube-Kanäle mal unten in die Beschreibung. Können dort dringend mal vorbeischauen. Bei Micha ist eher so ein Privatkanal, da ist nicht ganz so viel los, sage ich jetzt mal. Aber beim TQD-Eli, da geht es um das Thema Sprache. Da kommt auch noch einiges auf uns alle zu. Ne?
Da hat die Zuversicht hat ein schönes Video gemacht. Das werde ich euch, glaube ich, auch mal verlinken. Und dass ihr mal einen kleinen Einstieg habt, da hört ihr dann mal den Namen Landmann und da habt ihr dann direkte Verbindung zum TQDeli, weil der sich schon seit Jahren mit Landmann beschäftigt. Und das habe ich mal genutzt. Ne? Er hat natürlich viel Wissen über Sprache, über alte Sachen finden etc. Und da habe ich gesagt, Mensch, kannst du nicht mal gucken nach der Statika mit deinen Suchmitteln? Ne? Also ne, so ein Sprachforscher hat natürlich sucht schon ein bisschen anders als wir. Oder Normalos, sage ich jetzt mal. Ne? Oder ich suche in Elektrik-Sachen ein bisschen anders als alle anderen. Ne? Und Kai macht das eben in der Sprache. Und zack, der hat gar nicht lange suchen müssen. Hat er, warte. Also das Buch oder die PDF heißt Der dornige Weg der Wahrheit. Dokumente zur Verletzung der Naturgesetze. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ne? Und zack, Testatika hat es jetzt hier nochmal markiert. Ja, vielen Dank nochmal, Kai, für deine Arbeit auch und für die Mithilfe bei gerade solchen Themen hier. Da bist du echt Gold wert, weil das ist für uns Bastler oder was. Das würde ewig dauern, hier sowas rauszufinden. Und Kai macht das hier, klack, 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 hat er das in 2 Sekunden. Ja, guck mal, ich habe was gefunden. Ich so, was? Ne? Und in alten Schriften hier, das Internetarchiv.org. Ne? Hat er das gesucht, fragt mich nicht mehr, die Seite bedient hat, keine Ahnung, fragt ihn bitte selber, geht ihn auf den Sack, dass er auch wieder schön Videos macht, ne? Liebe Grüße, Kai. Und ja, also ich finde das sehr, sehr, also das ist schon krank meiner Meinung nach, weil woher hatte der Fritz Lang, also die Idee kann er von der Wurmshorst-Maschine haben, die ist, oh, ich weiß nicht, ob das so Fahrradhelm war, aber also ein sehr bekannter Mann hat 18 noch was, hat er die Wurmshorst-Maschine gemacht, das wäre quasi hinten diese Scheibe. Also das ist ja die Testatika, sage ich mal, und jetzt gibt es noch die, okay, Dr. Go hat keine Bilder, habe ich es falsch geschrieben? Warte mal, Wurmshorst, egal. Gehen jetzt mal auf Wikipedia. Ne? Hier, das ist die Wurmshorst und da ist eben jetzt eine entscheidende Sache. Ich glaube, das sieht man auch im Video, dass eben die Wurmshorst-Maschine, die hat hier diese beiden Sachen, die ihr seht, das sind eben Leidener Flaschen genannt. Damals, das ist heutzutage, sagt man dazu, Kondensator. Bei der Testatika, also in Kondensator, ich würde dem einen oder anderen jetzt vielleicht aus der Schule noch ein Begriff sein, ne, hast du zwesische Platten und je nach Abstand und was ein Elektrolyt dazwischen, mit Elektrolyt und 2 verschiedene hast du eben einen Akku und das ist das Prinzip vom Kondensator halt einfach, wenn nicht, müsst ihr da mal ein bisschen googeln. So, und hier seht ihr klar, dass es hier sich um ein Gitter handelt. Bei diesen Aufnahmen hier, ich weiß nicht, ob ich das jetzt finde, das möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Das ist nämlich so eine kleine wichtige Sache. Liebe Grüße gehen raus an Atze. Atze, ne? Den habe ich, glaube ich, auch irgendwo verlinkt in meinen Videos. Da müsste ich, Atze, hau mal dein Dings noch, deine Verlinkung noch mal rein. Er hat das auch mal mit einer Tesla-Spule gezeigt. Und auch daher wieder gut. Aber falls er dann wieder gut nicht lobt, guckt euch das Video vom Atze an. Und er hat das. Also in diesem Gitter muss ein Schlitz sein, von oben nach unten. Das darf nicht durchgängig sein, sonst habt ihr nur eine Spule. Na, ihr könnt doch da vom Wiedergut, gibt es da ein Video über Tesla-Spule und so weiter. Da zeigt er, wie die in Resonanz und so. Und da hat er auch ein Gitter, ne? Müsst ihr darauf achten. Also wir müssen hier klar unterscheiden, Jungs. Es ist nicht die es ist schon ein Teil der Wurmshorst-Maschine, aber ich glaube, auf den Bildern konnte man das. Die sind jetzt scheiße hier, meine Bilder. Wie gesagt, die sind vom Handy. Wir haben das jetzt einfach nochmal schnell gemacht. In dem Film, glaube ich, besser sieht man es noch ein bisschen besser, dass das eben keine Leidener Flaschen und Kondensatoren sind, sondern eher, ich weiß es nicht, wie man das nennt. Ne? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Das wollte ich euch mit auf den Weg geben. Macht, was ihr wollt damit. Ne? Teilt vielleicht mal das Video, vielleicht hilft es dem einen oder anderen noch oder auch vielleicht dem, der das Video gemacht hat über Metropolis, über das Top-Video. Aber die Info wäre cool, wenn die noch vielleicht in einem Anhang oder irgendwie mal noch mit reinkommt. Ne? Gut, in diesem Sinne, Testatika, ne? Interessant, auf jeden Fall. Genau, wie Kondenser,
Oder ich weiß nicht, Fluxkompensator, keine Ahnung. Ne? Mal gucken, das denke ich mal, das kriegt ihr raus. Haut rein, Tschüssi.